Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lena und berichte euch aus Lübbenau. Seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist eine ganze Menge passiert. Und was genau das war? Na zum Beispiel unsere Folklore-Lawine. Denn die machte nun schon zum 18. Mal Halt am 29. Juni in Lübbenau. Darbietungen aus 12 Nationen zogen ca. 1000 Zuschauer in ihren Bann. Um 11 Uhr kamen die Folkloristen in Lübbenau an und unternahmen dann einen Spaziergang am großen Hafen und bescherten dem Spreewald beim traditionellen Karrenkorso eine farbenfrohe Stimmung. Ab 14:30 begann dann auf der Bühne auf dem großen Marktplatz ein Feuerwerk an traditionellen Tänzen und Gesängen. Ja, und was soll ich sagen, es war der absolute Wahnsinn. Die Tänzer, die Kostüme, es gab tosenden Applaus vom Publikum. Wer das nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt fürs nächste Jahr vornehmen. Und dann möchte ich euch noch auf etwas aufmerksam machen. Als Mitglied der GWG Lübbenau könnt ihr nämlich von einem ganz besonderen Service profitieren. Über 80 Wohnungsbaugenossenschaften bilden das gemeinsame Netzwerk die Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland. Und die bieten bundesweit Gästewohnungen auch für Mitglieder anderer Genossenschaften an. Es stehen über 120 voll eingerichtete und modern ausgestattete Wohnungen in 43 deutschen Städten zur Verfügung. Für den Familienurlaub am Meer oder Großstadtflair in den Metropolen wie Berlin, Hamburg und Köln. Ja, oder ein paar schöne Tage in der Natur. Hierzu wählt ihr einfach auf www.wohnungsbaugenossenschaften.de/Gästewohnungen die gewünschte Region und den Buchungszeitraum aus. Wenn die passende Wohnung gefunden ist, füllt ihr unter Anfrage das Buchungsformular vollständig aus und sendet es ab. Die angefragte Genossenschaft wird sich innerhalb kürzester Zeit bei euch melden. Ja, und alle Details mit euch selbst besprechen. Probiert's doch einfach mal aus. Am 17. September fand bei uns in den Geschäftsräumen eine außerordentliche Vertreterversammlung statt, um über notwendige Satzungsänderungen und Veränderungen der Wahlordnung zu beraten. Ebenso wurde der Wahlvorstand für die Vertreterwahl 2018 gewählt. Unser Vorstandssprecher Holger Siebert erläutert die Notwendigkeiten der Änderungen, die sich aufgrund neuer Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht ergaben. Alle Beschlüsse wurden einstimmig angenommen. Im Namen der GWG danke ich nochmal allen Vertreterinnen und Vertretern, die ehrenamtlich dazu beitragen, die Demokratie unserer Genossenschaft lebendig zu gestalten. Die vorläufige Kandidatenliste zur Vertreterwahl 2018 ist in unseren Geschäftsräumen zur Einsichtnahme ausgelegt. Des Weiteren ist sie unter folgendem Link auf unserer Internetseite veröffentlicht. Und im November ist dann unsere Vertreterwahl. Wir werden berichten. Schön war es wieder mal, unser Lindenfest der Lübbenau-Brücke. Wir hatten tolle Stimmung, tolle Gäste. Ja, und ich durfte das Ganze für euch moderieren. Einige von euch waren ja dabei. Danke, dass es wieder so schön war und wir haben das Fest in bewegten Bildern für euch festgehalten. Getreu dem Motto Entdecke die Nachbarschaft stelle ich euch ja immer Gewerbetreibende in und um Lübbenau vor. Ja, und diesmal sind wir bei denen, die unsere alten Räumlichkeiten bezogen haben in der Otto-Grotewohl-Straße. Nämlich beim DRK Pflegedienst. Und ich treffe mich hier mit Frau Schröter, die die Pflegedienstleitung innehat. Gehen wir mal rein. Hallo Frau Schröter, vielen Dank, dass Sie sich etwas Zeit für uns nehmen. Vielen unserer Mitglieder wird ja diese Räumlichkeit noch im Gedächtnis geblieben sein. Wie gefällt es denn Ihnen hier? Also mir und meinem Team gefällt es hier sehr gut. Die Räumlichkeiten sind wunderschön. Wir haben hier jede Menge Platz für sämtliche Mitarbeiter, sind mittlerweile schon über 40 Mitarbeiter. Der große Saal gefällt uns am allerbesten, weil wir dort alle Mitarbeiter unterbekommen. Wir sind hier sehr ruhig, liegen hier sehr ruhig, haben einen schönen Innenhof, einen abgeschlossenen Innenhof. Jeder hat seinen Platz und seinen Arbeitsraum gefunden. Wo hatten Sie denn vorher Ihre Geschäftsstelle? Vorher befanden wir uns in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Vielen wird das noch ein Begriff sein. Das ist eine ehemalige Kombi-Kita gewesen.
Träger war die Stadt, ein etwas älteres Gebäude, und es wurde einfach mit der Zeit zu klein für uns. Welche Tätigkeiten umfasst denn so ein Pflegedienst? Wann ruft man Sie denn an? Die Tätigkeitsfelder eines Pflegedienstes sind sehr weit gestreut. In der Regel ruft man uns, sobald Angehörige pflegebedürftig werden, in verschiedenen Graden und verschiedenen Stadien. Unsere Aufgabenfelder sind sehr vielfältig. Das geht von der Betreuung über die Hauswirtschaft, über pflegerische Leistungen, Behandlungspflegen. Alles, was das Repertoire der Pflege und Betreuung betrifft, umfasst unser Arbeitsgebiet. Sind Sie nur in Lübbenau tätig? Wir sind nicht nur in Lübbenau tätig, Lübbenau und Umgebung, das umfasst auch sämtliche Dörfer und Gemeinden, die ringsherum liegen. Unter anderem sind wir auch sehr stark in Karlau tätig und auch dort die einzelnen Gemeinden und Dörfer, die um Karlau herum liegen. Dürfen wir uns denn hier mal umschauen? Ja, natürlich. Hier auf der linken Seite sehen wir das Schwesternzimmer, aktuell mit 3 Mitarbeitern, die gerade ihre tägliche Arbeit verrichten, der Hauptarbeitsplatz unserer Mitarbeiter. Geradezu sehen wir unseren schönen großen Konferenzraum, wird oft genutzt für Weiterbildungen, Tagungen, Schulungen oder Selbsthilfegruppen, die sich dort treffen. Auf der rechten Seite sehen wir das Zimmer unserer Sozialarbeiter, die dort ihre tägliche Arbeit verrichten. Ebenfalls auf der rechten Seite das Zimmer unserer Verwaltungskräfte, wo die Abrechnung stattfindet. Ein anspruchsvoller Beruf. Macht er denn auch wirklich noch Spaß oder ist das nur Stress? Der Beruf ist sehr anspruchsvoll, ja, er ist auch sehr stressig, aber mit viel Herzblut und durch die Dankbarkeit der Klienten macht er jeden Tag auf neue Freude. Seid ihr Pflegekräfte oder Pflegefachkräfte, habt Lust, in einem engagierten und familiären Team zu arbeiten, bewerbt euch bei uns. Außerdem bilden wir auch aus, Bewerbungen für eine Lehrstelle nehmen wir jederzeit gerne entgegen. Frau Schröder, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und viel Kraft vor allen Dingen für diesen wichtigen Job. Dankeschön, hat mir Spaß gemacht. Wir haben euch in den letzten Monaten ja immer wieder Einblicke in den Umbau unserer Musterwohnung gegeben. Ihr erinnert euch? Los ging es im Juni mit der Entkernung der ursprünglichen Wohnung in der Dr. Albert Schweitzer Straße, gefolgt von der Anpassung des gesamten Wohngrundrisses durch Wanddurchbrüche, ja, und zum Beispiel die Verbreiterung der Türbereiche. Dann kam die Elektrik, Fliesenlegerarbeiten, der Maler war am Werk, die Technik wurde eingebaut und, und. Am 12. Oktober war es dann endlich soweit. Bei schönstem Wetter kamen rund 300 Leute und haben sich diese wunderschöne Musterwohnung angeschaut, ausprobiert und ganz viele Fragen gestellt. Dazu gab es natürlich noch Kaffee und Kuchen und andere Leckereien. Aber seht selbst. Wir haben hier eine Musterwohnung in Lübbenau ausrüsten dürfen für Alter Wohnen, also genau für Servicewohnen. Dort haben wir sehr, sehr viel Schwerpunkt gelegt auf einfache Bedienung und möglichst komfortable Produkte. Der Mieter fühlt sich hier sofort wohl, weil er keine großen Lernkurven durchtreiben muss. Hier ist alles automatisiert, was sonst eigentlich manuell bedient wird. Das geht los von einer Herdüberwachung über eine automatische Abschaltung von gefährlichen Verbrauchern, wenn er die Wohnung verlässt. Das wird kombiniert mit einer sehr, sehr ausgefeilten Heizungsoptimierung, die für Energiesparmaßnahmen sehr, sehr gut ist, und abgerundet durch eine Bedienung per App. Also wir sprechen alle Mieter an, von jung bis alt. Also das Besondere an dieser Wohnung ist, dass sie ganz bewährte, klassische Alltagshilfen mit wirklich moderner Wohntechnik kombiniert. Das heißt, wir haben hier verbreiterte Türbereiche, schwellenlose Übergänge, eine bodengleiche Dusche und dann noch in Kombination mit ganz neuer Wohntechnik, die intelligent vernetzt ist und die Wohnung eben so auch über Tablet oder Handy steuerbar macht. Ich bin am Überlegen, ob ich hierher ziehe, weil ich ein ganz schlimmes Handicap habe. Ich kann nicht gut sehen. Und hier ist sehr viel, wo ich lernen könnte zu drücken, und dann ist alles in Ordnung. Das kann ich in meiner Wohnung noch nicht. Ich war vollkommen überrascht über dieses Know-how, was man investiert hat. Insgesamt gesehen, die Technik, die man eingebaut hat, da kann ja kaum noch was vergessen. Geht ja alles automatisch. Und auch das altersgerechte Wohnen, die breiten Türen, dass da keine Schwellen mehr sind. Man kann überall gut erreichen. Und auch die Vergrößerung der Räume, dass man das selber dann so gestalten kann, als Schlafzimmer, Wohnzimmer oder
Bett hier hergestellt oder ein Bett dort gestellt oder zusammengestellt, auseinandergestellt. Es gibt so viele Möglichkeiten und Varianten, die man mit diesem Umbau hier für uns dann vorbereitet hat. Also ich finde es sehr gut. Das war's dann wieder von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war informativ. Wir sehen uns im Dezember wieder. Bis dorthin bleibt gesund. Immer schön auf die Mutti hören. Eure Lena.